Liebe Freunde, stehen wir am Ende eines zähen Krieges hier gegen die Makedonier. Auf jeden Fall fliehen sie. Wir haben erstmals einen einigermaßen deutlichen Sieg errungen. Und wir werden ihnen nachsetzen. Das ist klar. Die Moral unserer Legionen ist einigermaßen anständig. So, hier wollen wir mal warten, bis die dort zusammengekommen sind in Rom. Dann kriegen die wahrscheinlich noch einen neuen Legaten. Und ansonsten, tja, wir haben 90 Gold. Ich glaube, da warten wir erstmal noch. Okay, abgeschnittene Provinzen ist vorbei, weil unsere Legion hier oben wieder angekommen ist. Wir könnten sie auch dem Gouverneur direkt unterstellen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, so wie wir das hier gemacht haben. Das ist eine gute Möglichkeit. Dann haben wir wieder einen ganz anständigen Anführer frei, glaube ich. Das wäre ja gut. Wie ist denn der Dux so drauf? Was hat er? 5 Militärstärke. Das ist doch vernünftig. Wisst ihr was? Wir werden diese Legion 3 dann tatsächlich... Ach, wir können ihn nicht entlassen. Ach, schade. Naja, noch ein halbes Jahr, dann werden wir ihn entlassen und dann unterstellen wir die Legion dem Dux. Dann brauchen wir einen Legaten weniger und können den dann hier für diese neue erste Legion verwenden. So, 20. August kommt es zum erneuten Zusammentreffen. Und wir haben tatsächlich die gesamte makedonische Armee jetzt besiegt in einem Sieg, in einem Rutsch. Ha, in einer Schlacht, will ich sagen. Sehr schön. Oh, Leute, es ist vorbei. Hoffe ich zumindest. Wir werden uns jetzt hier nochmal verteilen. Na, das habe ich jetzt nicht besonders clever gemacht. Die Armee lassen wir dorthin ziehen. Und die Armee hier nach Euboea. Und dann haben wir es geschafft. Ich kann es noch nicht fassen. Wir haben ja auch übrigens noch einen Senatsauftrag, Pönia zu besetzen. Oder Paeonia, ich weiß auch nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Es gibt doch garantiert viele Lateinkundige unter euch. Gebt mir doch mal einen Tipp. Das ist ja griechisch. Oh, jetzt wird es ja immer peinlicher. Aber ich weiß, es gibt auch griechischkundige Zuschauer. Sagt man Paeonia oder Paeonia? Nee, Paeonia ist falsch. Sagt man Euboea, ich glaube, man spricht es einzeln aus. Ne? Erhöhte Besteuerung. Mit jedem möglichen Trick hat es unser Gouverneur, das kennen wir schon, geschafft. Sehr schön, zeigt mir das Geld. Und, oh, hier ist auch schon der Bürgerkrieg zu Ende. Wie schade, ich dachte, das würde dort ein bisschen länger dauern. Wir hatten größere Probleme damit, muss man einfach mal so sagen. So. Ja, wir können bauen, aber ich glaube... Wir werden, glaube ich, mal weiter bauen hier Palisaden erstmal. So ganz auf Nummer sicher gehen. Und zwar an den Grenzen unseres Reiches oder auf den Inseln. Oh, es ist soweit. Wir können das hier machen, diese Aktion, die wir vorhatten. Wir werden den hier einfach mal absetzen. Aber der wird wieder dazukommen. Der wird jetzt die andere Legion übernehmen. Dieses Ganze übergeben wir dann jetzt der Region Gallia Cisalpina. Sehr schön. Ist die Frage, ob wir das... Ich glaube, wir degradieren dann diese Einheit. Das wird keine Legion mehr. Sondern das wird einfach nur benannt nach ihrem Standort. Ups. Ein bisschen viel gelöscht. So. Okay. Genau. Und jetzt brauchen wir, fehlt uns eine Legion 3, aber das werden wir noch hinkriegen. Die werden wir hier zusammenführen. Den können wir auch noch nicht. Müssen wir dran denken, dass wir hier noch einen neuen nehmen. Und das wird die Legio 1. Ja, wie nennen wir die? Italia. Ich will die immer so in etwa nach dem Standort nennen, aber eigentlich will ich die hier unten in Sizilien stationieren. Sizilia nennen wir die, genau. Legio 1 Sizilia. Okay. Auf nach Syrakus. So, und jetzt warten wir einfach die Belagerung hübsch ab.
Oh, und hier ist auch Frieden. Genau. Alles klar, die Numidier werden immer stärker. Damit ist Karthago ja wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst. Da ist nichts mehr übrig geblieben. Sogar Ägypten? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Sogar Ägypten hat sich hier, oder habe ich schon wieder vergessen, ausgedehnt. Da ist ja nichts mehr vorhanden. Ist das schon der, tja, der Lockruf zu einem zweiten punischen Krieg? Und so wie es aussieht, wird es kaum noch einen dritten punischen Krieg geben, oder? Naja, das ist auf jeden Fall hochinteressant und durchaus erfreulich. Also es macht uns die weitere Expansion sicher einfacher, wenn der Gegner hier deutlich zersplittert ist. Ja, sehr schön. Auch der Belagerungsfortschritt ist in Ordnung und damit haben wir jetzt eigentlich eine wichtige Mission erfüllt. Ja, die Bürgertumspartei erhält dadurch weitere 5 Senatoren, weil das war sozusagen der Bonus dieser Mission. Sehr schön. Und stellt die Getreidezufuhr nach Samnium sicher? Ist ja hochinteressant. Euböa haben wir auch gewonnen. Ohne Getreide kann es kein richtiges Bevölkerungswachstum geben. Wir brauchen für zukünftiges Wirtschaft. Okay, das ist ja eine interessante Mission. Tja, das ist eigentlich relativ einfach. Aber vielleicht machen wir uns das nicht so einfach, sondern werden. Wie sieht es denn eigentlich hier in Zukunft aus mit den Provinzen, die wir bekommen? Ist hier irgendwo Getreide dabei? Eher nicht. Das heißt, es wäre ganz praktisch, wenn wir einfach in 2 Provinzen Foren bauen, wo wir sie noch nicht haben. Gehen wir mal kurz auf die Handelskarte. Zum Beispiel hier in Bononia könnte man jetzt ein Forum bauen und in Samnium. Und dann können die untereinander handeln. Oder es gibt jetzt gerade schon eine Region, ja hier zum Beispiel, mit der könnten wir auch handeln. Aber das geht im Moment nicht, warum auch immer. Verstehe ich gerade nicht. Ach so, weil wir natürlich weil wir keine frei haben, ist ja logisch. Wisst ihr was, dann bauen wir erstmal nur in Samnium ein Forum. Genau, das wird ja auch immer billiger. Und dann, wenn das gebaut ist, dann werden wir hier einen Handelsvertrag mit den Ägyptern schließen. Und dann sollten wir die Mission erfüllt haben. Was bringt uns das denn? Wir erhalten 1% mehr Sklaven. Das ist schön. Im Übrigen, die Bürgertumspartei ist sowas von stark. 67 Mitglieder. Wahnsinn. Wahnsinn. Die Populisten sind die zweitstärksten, aber hier. Es ist eine zivile Republik, muss man mal so sagen. So, wir warten jetzt noch, bis Medi auch belagert ist, damit wir wirklich den maximalen Kriegsstand haben. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was wir hier herausschlagen können. Vielleicht ist ja Euboea auch noch drin. Auch wenn das sicher nicht die wertvollste Provinz ist. Aber lieber 4 zusammenhängende, als hier noch irgendwo oben eine kleinere zu haben. Und damit wäre Makedonien wirklich extrem geschwächt. Was uns natürlich freut. So, 88%. Hier in Samnium müssen wir mal aufpassen, wann das zu Ende gebaut ist. Sieht man hier ein bisschen grafisch dargestellt. 100%. Jetzt sollte es doch bald soweit sein. Na. Ach so, hier sehen wir auch den Ablauf. Genau. Palisadenwall Forum 130 Tage. Oh, das dauert aber jetzt. Und jetzt gibt's. Was, jetzt gibt's noch eine Revolte? Das ist ja nicht zu fassen. In Panormus. Wie viel sind es? Gott sei Dank nur Pöbel-Einheiten. Da haben wir hier Gott sei Dank unsere Armee stehen. Okay. Und die religiöse Partei. Die werden immer besorgter über unsere Beziehung zu den Göttern. Wenn wir uns nicht um sie kümmern, werden sie sich bestimmt auch nicht um uns kümmern. Ach Gott. Ach, wir haben gerade keine Opfer gebracht. Das habe ich ja ganz vergessen. Naja, immerhin besser als die Populistenpartei. So, der Sieg ist eigentlich unser. Es ist nicht mehr nötig, jetzt hier Mars oder Fortunas anzurufen. Ich denke, jetzt könnten wir doch mal nach dieser Phase
Merkur. Ja, ich glaube, nach diesem Krieg möchte man jetzt endlich mal wieder ein bisschen ordentlich Geld verdienen. Führung des Merkur, darum bitten wir. Und wir sind verflucht, unser Handelseinkommen sinkt. Das ist nicht gelungen. Wie schade. Und Medi will immer noch nicht fallen. Es ist unfassbar, dass wir jetzt noch so lange hingehalten werden, bevor dieser Frieden endlich möglich ist. Jetzt sind zumindest die Mauern durchbrochen. Hat Medi so eine starke Festung? Wir könnten jetzt angreifen. Also, was haben die? Nee, Festungsstärke 1. Wir könnten jetzt stürmen, aber das will ich nicht. Ein paar Normus haben wir gewonnen. Hervorragend. Die Stadt sollte leicht fallen, demnächst fallen. Oh, was ist hier los? Belagerungstechniken und Befestigungsanlagen. Unser Gesandter hat einige sehr interessante Ideen hinsichtlich Belagerungstechniken und Befestigungsanlagen vorgeschlagen. Und eine ganze Reihe seiner Empfehlungen sehen sehr vielversprechend aus. Dies sollten wir definitiv weiter verfolgen. Und das bringt plus 500 in Heerestechnologie. Da haben wir bald die nächste Stufe erreicht. Was bringt eigentlich die nächste Stufe? Ich glaube nicht mehr als eine weitere Entdeckungsmöglichkeit. Jetzt ist da schon Wasserknappheit. Oh Leute, jetzt greifen wir an. Jetzt wollen wir es wissen. Komm. Ja, okay. Wir dezimieren zwar, es sind nur noch 10 Leute übrig, aber wir haben es nicht geschafft. Oh Mann. Naja, nicht so schlimm. Warten wir eben noch ein bisschen. Und es gab noch eine Barbarenhorde. Ich fasse es nicht, die jetzt direkt noch die Situation genutzt hat. Okay. So, was ist hier los? Secundus Fabius Licinus stammt, unser Konsul, stammt aus einer der angesehensten Familien der Republik. Da versuchen viele Leute aus weniger wichtigen Familien seine Freundschaft zu gewinnen, doch auch Freunde aus weniger noblen Familien können nützlich sein. Ja, ich erkenne ihre Existenz an. Kann sein, dass er jetzt einen neuen Freund gewonnen hat. Das wird uns leider nicht gesagt. Wir sind schon wieder Piraten. Gegen die werden wir mal vorgehen. Und jetzt haben wir eine Handelsroute. Und jetzt wollen wir das doch nochmal probieren. Mit dem Handel mit Ägypten. Das wäre doch sehr schön. Genau, Samnium. Was kriegen die dafür? Stoff, Schiffbaugeschwindigkeit. Na gut. Ja, das hat geklappt und damit sollten wir auch die Mission erfüllt haben. 1% an Sklaven sind dazugekommen und es geht weiter. Die Getreidezufuhr nach Picenum soll sichergestellt werden. Oh Mann, das ist jetzt wahrscheinlich klassische Mission der Bürgertumspartei. Sie wollen überall Getreide haben. Wisst ihr was, dann machen wir dasselbe Manöver da nochmal. Wir werden dann auch dort noch ein Forum bauen. Es ist ja nicht schlecht. Also Bevölkerungswachstum ist ja in jedem Falle gut. Und jetzt ist es soweit, Leute. Aber lasst mich das nochmal zu Ende sagen. Ist in jedem Falle gut, weil das einfach zu dem Anstieg dieser, sowohl der Sklaven, der Freien, der Bürger, führt und damit zum Anstieg von Manpower, zum Anstieg von Forschungspunkten und von Einkommen. Also es ist in jedem Falle sehr schön. So, der Moment ist gekommen. Wir haben alles besetzt, was wir zu besetzen haben. Und wir können den Frieden verhandeln. Annektieren geht nur bei Staaten mit 2 Provinzen. Das heißt, wir müssen Tribut fordern. Und wir werden jetzt natürlich, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt nichts Falsches machen. Argolis. Achaea. Genau. Thessalien, ganz wichtig, wegen der Pferde. 68. Euboea versuchen wir noch. 86. Hervorragend. Und wir werden ihnen, Medi und Peronia, werden wir ihnen mal jetzt direkt lassen. Ach, leider haben sie kein Geld, aber vielleicht. Nee, das geht nicht. Tribut. Werden sie nicht Tributstaat. Oder nehmen wir ihnen nochmal Medi weg? 98. Wäre möglich. Aber da haben wir so eine isolierte Provinz da hinten. Ach, das macht nur Ärger. Wir lassen es. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir sind gnädig. Können sie irgendeinen Anspruch aufgeben? Nein. Auf jeden Fall senden wir das jetzt und sie sollten eigentlich akzeptieren müssen.
Oh, die Spannung steigt, Leute. Ja. Sie nehmen an und die Römische Republik hat Fuß gefasst auf der griechischen Halbinsel. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Jetzt brauchen wir erstmal diese Regionen Gouverneure. Jetzt schauen wir uns erstmal die Regionen an. Thessalien gehört leider zu Makedonien, während hier eine Region sind. Das ist zumindest erfreulich. Das heißt, wir müssen zwei Leute jetzt hier bestimmen. Der ist schon mal super gut. Faustus Atilius Regulus. Hervorragend. Liebevoll. Gutes Charisma, das ist nicht unwichtig bei neu eroberten Provinzen. Den besetzen wir. Und Thessalien? Wie sieht's da aus? Tja, Populisten nehmen wir nicht. Andronikus wäre eine Möglichkeit. Als Gouverneur lokale Steuermodifikator, das ist natürlich ganz gut. Ist nicht aus unserer Fraktion, das ist der Nachteil. Während die aus der Fraktion werden, nachsichtig, stolz, gewitzt. Aber die Raffinesse gefällt mir nicht so gut. Erfinder als Herrscher nur, kalt. Nee, wir bleiben bei ihm hier. Lucius Livius Andronicus. Auch ganz gut hier mit seiner Kriegskunst. Im Notfall kann man ihm sogar eine Legion übergeben. Der wird der neue Mann hier. So, jetzt wird es aber hochgradig interessant, denn wir können jetzt unseren Handel natürlich jetzt nochmal optimieren oder überhaupt neu definieren. Lasst uns mal gucken, was wir hier gewonnen haben. Steine, Holz, Fisch und vor allem Pferde. Pferde, Pferde, Pferde. Und eigentlich müsste ich jetzt zwei weitere Foren bauen, hier in Italien, weil ich will zweimal Pferde auf jeden Fall bekommen. Das wäre doch großartig. Was können wir denn? Wir müssten dann irgendwas beenden. Kann man das eigentlich? Ah ja, alles klar. Tja, am besten wäre es ja so ein Inlandshandel, ne? Picenum zum Beispiel 0,03. Okay. Das wäre eine Möglichkeit. Also wir bauen Forum oder wir beenden Handelsrouten. Ich hatte das nicht zu Ende ausgeführt. Ich glaube, wir werden Foren bauen einfach. Weil das will ich in Italien haben. Also wir werden uns noch ein bisschen gedulden. Wir haben eh sowieso nicht so viel Geld. Wir werden hier nochmal ein Forum bauen. Und irgendwo anders noch eins. Vielleicht hier im Süden. Ja. Hier ist schon ein Forum, oder was ist das? Tatsächlich, hier ist schon eins. In Tarent ist noch keins. Hat auch Getreide. Achso, wir müssen natürlich nicht aufpassen. Ja, nee, alles klar. Ja, dann machen wir das hier. Forum. Haben wir jetzt kaum noch Geld? Okay. Und die anderen Handelsrouten, die können wir ja vielleicht direkt hier wieder mit Ägypten schließen. Oder hier oben. Aber nee, lass uns unsere Verbindung mit Ägypten hier befestigen. Das geht aber nicht. Warum geht das nicht? Ach, die Diplomaten sind noch unterwegs. Ab dem 5. Januar können wir das wieder. Dann lassen wir ein bisschen Zeit verstreichen. Und wir werden unsere Legion ein bisschen neu sortieren. Wir werden, glaube ich, was haben wir hier? Legio 4, Legio 2 werden wir, denke ich, mal auf die Schiffe bringen. Da wollten wir eigentlich hier gerade Piraten jagen. Ihr geht auf die Schiffe. Die Legio 4 geht nach Thessalien. Und ihr stationiert euch in Argolis. Sehr schön. Umbenennung machen wir dann später. Das geht jetzt alles seinen Gang. Und jetzt brauchen wir wirklich erstmal eine gewisse Phase des Friedens. Auf jeden Fall. Wir haben nochmal erhöhte Besteuerung. Schon wieder der gute Mann dort in Cisalpina. Oh ja, zeigt mir das Geld hervorragend. Ja, wir brauchen jetzt wirklich eine Phase des Friedens, weil wir Soldaten brauchen. Maximum 114. Enorm viel mehr geworden durch die neuen Provinzen, glaube ich. Ne, hier steht gar nichts an Rekruten. Keine Ahnung, warum das hier so kommt. Vielleicht hatten wir die auch schon immer. Und ich habe das nur nicht gesehen. Auf jeden Fall
brauchen wir wieder ein bisschen Reserve, bevor wir hier irgendwas machen. Aber kleinere Kriege sind natürlich auch möglich. Das ist natürlich immer möglich. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt sehr schön ausgedehnt und haben eigentlich alle Optionen offen, jetzt erstmal zu wachsen, ohne ganz die ganz großen Kriege beginnen zu müssen. Es gibt ja eigentlich in Anführungsstrichen nur noch zwei riesige Großmächte, das sind die Seleukiden und die Ägypter. Aber auch so macht ja Expansion durchaus Laune, zumal je größer man wird, umso mehr Probleme im Inneren man natürlich bekommt. Das wäre es erstmal für diese Folge. Wir machen logischerweise noch ein bisschen weiter. Bis zur nächsten Folge. Bis morgen. Macht's gut. Euer Steinwein.